Hallo, ich grüße dich. Kraftvoll, genussvoll, ja, können Attribute sein für den 26.8. Eine Praktikerkonstellation. Ja, die 6 und die 8 zusammen. Körper, Wellness, Verbund. Deinem Körper viel Gutes tun heute. Deinen Körper verwöhnen. Klar kannst du natürlich auch die 2, du kannst natürlich auch Bewusstseinsarbeit machen mit der 2, nämlich über das Körpergeschehen. Wie stehst du da schon? Also wie stehst du schon? Also vertiefte Betrachtungen, wie du zu deinem eigenen Körper stehst. Ja, dann berücksichtigst du alles. Also 2, 6 und 8 miteinander. Ja. Also schönes, guttuendes, also Massagen, Wellness, Sauna, sonstiges mit dem Körper leben, gleichzeitig auch noch ein paar Gedanken, ein paar vertiefte machen, genau wie du das, wo man da schon steht in dem Sinne. Mit der 34 sind im Gespräch interessante Erkenntnisse und Lösungen möglich, die 24. Die 34, die kann dazu führen, dass Gespräche recht dynamisch, aber auch bestimmt und klar da vonstatten gehen können. Menschen, die am 26.8. geboren sind, ja, die haben viel handwerkliches Potenzial, sollten als Ausgleich so ein bisschen Bewusstseinsarbeit betreiben, Kopf betont das auch, aber den Fokus doch auf praktisches Legen, zum Beispiel Körperarbeit. Mit der 2 und mit der 8, da ist sicher auch sehr viel Gefühl drin, also da gibt es sehr viel Potenzial, also für wirklich gute Massage, Masseure sozusagen. Ja, also so Körperarbeit auf alle möglichen Art und Weise oder anderen Menschen zeigen, wie sie sich eben, ja gut, ist Körperarbeit, aber um das noch auszudeutschen, auf eine andere Art und Weise, also eben zum Beispiel anderen Menschen zu zeigen, wie sie sich möglichst wohl fühlen können im eigenen Körper. Also das ist sicher da ganz gut mit solchen Zahlen. Auch musisches, auch gestaltendes. Ja, Raumgestaltung innen, außen, ja, eben durchaus im praktischen Sinne und so weiter. Ja, Menschen, die am 26.8. geboren sind, die können zum Beispiel eine Verbindung haben zu Menschen, die wie sie die 34 als Kommunikationszahl haben, zum Beispiel 30.04. oder auf die Tageszahl bezogen. Ja, was haben wir zum Beispiel? 16.10. gibt dann auch unter die 26. Ja, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich wünsche dir einen kraftvollen, erkenntnisreichen Tag, Körpergeschehen. Ja, auch einen genussvollen Tag, selbstverständlich. Und so weiter. Und bis morgen. Ciao.